Würde ich quasi erwerben. Aber irgendwann, du so weit. Das Hauptproblem ist, dass sie jetzt ihre Nahrungsmittelvorräte aufgegessen haben, dass der nächste Regen erst im Mai vermutlich eintreffen wird, dass man dann erst aussehen kann und dass die Ernte erst sich im Oktober, Ende Oktober einstellt, wovon die Menschen bis dahin leben wollen. Das ist die große Sorge von CARE und anderen Nichtregierungsorganisationen und von Aktion Deutschland hilft. Und wir müssen den Menschen helfen, diese Zeit zu überbrücken, wo sie jetzt praktisch keine Reserven mehr haben. Die Menschen geben sich alle Mühe. Es ist bewundernswert, wie sauber das Krankenhaus in dieser Gegend, wo es so viel Sand gibt, ist und wie engagiert die Ärzte sich bemühen. Aber sie müssen halt eben auch die Nahrungsmittel und die Medikamente, die notwendig sind, bekommen. Wir haben bis jetzt eine Nahrungsmittelkrise, aber jeder kann sich ausrechnen, dass dies in einigen Regionen zu einer massiven Hungersnot führen kann. Und das gilt es zu verhindern, aber im Augenblick haben wir noch nicht die dramatischen Bilder von verendeten Tieren, von sterbenden Menschen, von sterbenden Kindern, Säuglingen vor allen Dingen. Dabei weiß jeder, welcher Schaden entsteht in einem Menschen, wenn er als Kleinkind längere Zeit hungert. Es werden körperliche und geistige Langschäden sein. Es wird also nicht helfen, wenn wir dann irgendwann das Kind wieder hochpäppeln. Die Bilder fehlen noch, aber ich appelliere an die Regierungen, die sich rational verhalten sollten und wissen, dass was man jetzt ausgibt, ist nur ein Bruchteil von dem, was später ausgegeben werden muss, wenn Kinder Hunger leiden.